Es sind ja in der letzten Zeit einige neue Zuschauer dazu gekommen und da habe ich mal überlegt, dass ich dir mal einfach meine Werkstatt zeigen werde, denn ich bin mittlerweile seit so circa einem halben Jahr hier in der Werkstatt drin und hier hat sich schon wirklich einiges verändert. Bleib am Video dran, wenn du wissen möchtest, was ich an Miete für hier diese Werkstatt bezahle und ich werde dir auch außerdem mal später im Video zeigen oder sagen, wie viel ich mit YouTube verdient habe, damit das vielleicht auch mal so ein bisschen klar ist, was so eine Werkstatt und was dieses komplette Internet-YouTube-Ding so für mich auch bedeutet hat. Ich war ja selber sehr, sehr lange auf der Suche nach einer Werkstatt und deswegen ist das Video vielleicht so ein bisschen an die Jüngeren gerichtet, denn vor ein paar Jahren konnte ich mir selbst noch nicht vorstellen, dass das hier irgendwann so möglich ist und deswegen werde ich dir auch einfach so ein bisschen ein paar Zahlen nennen, was halt eben das Ganze kostet, damit ihr einfach wisst, okay, wie viel Strom hat man dann zum Beispiel, wenn man sowas hier laufen lässt oder was kosten vielleicht so ein paar Maschinen, mit denen man sich die Arbeit ein gutes Stück erleichtern kann. Es geht mir in dem Fall nicht um die neuen Maschinen, da kann jeder ja schauen im Internet, was sowas kostet, sondern um die älteren, wo es vielleicht einen kleinen Tipp bei dem einen oder anderen Kauf gibt. Aus dem Grund würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du dem Video jetzt schon einen Daumen nach oben gibst, damit vielleicht auch ein paar mehr Leute das sehen und auch die Emma, wie sie so schön hier schläft. Und ich würde sagen, wir babbeln nicht mal länger, wir fangen hinten im Eingang an und da seht ihr auch schon das erste große Projekt, was da noch auf die Fertigstellung wartet. Für euch, für die Raumaufteilung hier drin, das ist so mein Holzbereich, der ist 10 auf 10 Meter groß, also knackige 100 Quadratmeter. Und hier hinten ist der Eingangsbereich. Dort, wo ihr das Tor seht, ist auch der Haupteingang. Ich habe keine normale Türe. Dieses große Tor ist mein Haupteingang. Hier auf dem Boden seht ihr auch noch eine Kleinigkeit. Hier haben wir eine Rampe hingemacht, weil der Boden vorher nicht so gut war. Und dass man halt eben hier mit dem Palettenwagen besser langkommt, haben wir das so ein bisschen ausbetoniert, damit das ein bisschen mehr Spaß bei der Benutzung macht. Hier ist der besagte Toreingang. Hier ist das Ganze so gestaltet, dass ich auch mit einem größeren Anhänger mal rein kann, um zum Beispiel Material ins Metalllager abzuladen. Das war auch eine der ersten Neuerungen, die wir hier gemacht haben. Wir haben ein bisschen Stauraum für Material gemacht und das befindet sich halt eben an dieser Wand. Hier seht ihr das größte Projekt, an dem ich bis jetzt arbeite. Das ist ein mobiles Sägewerk. Da will ich heute nicht so genau drauf eingehen. Auf jeden Fall wird es dazu noch ein paar Videos geben. Es gibt auch schon ein paar Videos, wie ich mir so ein Teil hier selber baue. Also schau doch gerne auf meinem Kanal vorbei, wenn du dir dieses Projekt auch noch ansehen möchtest. Hier seht ihr eine tolle Maschine. Das ist quasi eine Waschanlage mit Kaltreiniger unten befüllt. Da kann man halt eben ölige Teile schön drin sauber machen. Das Ganze wird immer umgewälzt. Der Dreck bleibt dann unten in der Tonne. Und das ist halt eben ganz schön, wenn man ölige Teile hat, die man irgendwie aufarbeiten muss. Dann kann man die hier reinlegen, sauber machen, trocknen lassen und kann halt eben an einem sauberen Bauteil zum Beispiel dann was anschweißen. Ich werde gleich noch was zur Organisation oder zu der Ordnung hier in der Werkstatt sagen, denn es wird bestimmt einige geben, die da was dazu schreiben, wofür ich auch sehr, sehr glücklich bin, weil Kommentare sind immer ganz, ganz wichtig unter so einem Video. Werde ich aber gleich noch was dazu sagen. Hier seht ihr einen Kompressor, nichts Wildes, das ist einfach ein Kompressor, der steht hier. Und wenn ich halt eben drüben was machen muss, dann kann ich ihn schnell mitrollen, weil so viel benutze ich den halt eben auch nicht, weswegen sich eine feste Rohrleitung auch nicht so richtig lohnen würde. Hier befindet sich mein Metallraum, da gehen wir gleich rein und hier ist auch noch was ganz Neues auf dieser Seite. Ich hatte schon immer den Traum von einer Werkstatt mit einem separaten Lager und das konnten wir hier umsetzen, indem wir einen Durchbruch gemacht haben und hier auch mal ein kleines oder einfach nur ein paar Worte. Ich bin super, super glücklich, dass ich einen richtig coolen Vermieter habe. Da ist sowas dann halt auch möglich. Der hat auch selbst vorgeschlagen, macht euch doch hier eine Türe rein, dass er da direkt reinkommt. Hier ist zum einen mein Lager und halt eben das WC mit einer kleinen Küche. Da gehen wir jetzt nur kurz rein. Das hier ist wirklich nur so ein Rumpelzimmer, wo ich so verschiedene Dinge einfach mal zwischenbunkern kann, wie zum Beispiel meine Kettensägen oder auch Schleifbänder. Einfach solche Sachen, die ich nicht oft brauche und es einfach schön Platz zu haben, wo man auch so einen Teil von der Absauganlage einfach mal zwischenlagern kann. Hier die Regale sind ganz cool. Die sind rollbar. Das war vorher ein Schuhregal. Das habe ich zum Beispiel für 200 Euro auf Kleinanzeigen gefunden. Sehr, sehr groß, sehr viel Stauraum. Super, super praktisch. Wir haben hier auch eine Küche. Und ein Klo. Da ist sogar eine Dusche drin, die wird aber nicht benutzt, weil ich dusche nicht. Nicht Spaß. Ich dusche nicht hier, weil das ist alles ein bisschen, ja, ist nicht so schön. Nicht schön, aber praktisch, das trifft es wohl eher. Hier seht ihr einiges am Metallmaterial. Da ist auch schon einiges für das Sägewerk draufgegangen. Und jetzt gehen wir auch schon in den Metallraum. So sieht meine Werkstatt auch übrigens aus, wenn man an ein paar sehr, sehr großen Projekten arbeitet. Letzte Woche haben wir noch eine Treppe gebaut. Die war für einen Bekannten und hier liegen halt jetzt noch einige Teile, die frisch lackiert sind fürs Sägewerk. Zum Thema Organisation, was ich ja eben kurz angesprochen habe. Hier seht ihr auch schon so einen unorganisierten Ecken zum Beispiel. Es wäre ja eigentlich was Einfaches, ein kleines Regal zu schweißen, wo dann die Abschnitte oder die etwas besonderen Profile, von denen ich nicht viele habe,
wo die halt eben ihren Platz finden könnten. Aber mir ist aufgefallen, die Werkstatt ist groß und der Tag hat nur 24 Stunden. Mein Ziel ist es hiermit halt eben mit der Werkstatt tolle Projekte wie zum Beispiel ein Sägewerk zu bauen, weswegen auch manche Ecken halt so aussehen, wie sie aussehen. Kann man jetzt vielleicht als Ausrede sehen, aber wie gesagt, ich bin hier schon immer einige Stunden drin und da konzentriere ich mich lieber auf ein paar Projekte. Hinter mir seht ihr eine Drehbank, die ist für einen Anfang wirklich mehr als ausreichend. Das Schöne an dieser Drehbank ist halt eben, wenn ihr eine Kellerwerkstatt habt, dass ihr die auch noch in den Keller reinbekommt. Die wiegt gesamt so circa 300 Kilo. Man kann aber die Drehbank selbst hier oben lose schrauben und kann sie mit zwei Leuten, es ist zwar ein bisschen Knechterei, in den Keller tragen, es geht aber. Für diese Maschine habe ich mit dem Gestell damals 500 Euro bezahlt. Damit kann man zum Beispiel solch tolle Sachen drehen. Das ist jetzt ein ganz, ganz simples Drehteil. Das ist aber ein Riemenspanner, der sehr, sehr essentiell ist. Und mit dieser Maschine konnte ich mal halt hier ganz gut Abhilfe schaffen. Hier in der Mitte seht ihr einen Schweißtisch. Das ist so ein Schweißtischbausatz. Darüber gibt es auch ein eigenes Video. Das Teil hat mir der Bernhard freundlicherweise halt eben zur Verfügung gestellt. Und ist halt wirklich ganz, ganz cool, wenn ihr mehr mit Metall macht. Ihr könnt halt manche Dinge niederspannen und könnt sehr, sehr gut miteinander verschweißen. Ihr seht einmal auf dieser Seite noch so ein Kleinteilregal. Super, super praktisch, wenn ihr viel mit Metall macht, denn dann könnt ihr die ganzen verschiedenen Schrauben gut drin einsortieren. Und auch so ein paar Werkzeuge sind hier drin gelagert. Ich habe auf der gegenüberliegenden Seite aber noch so ein Regal. Das hier ist eine größere Variante. Es ist einfach schön, wenn man ein bisschen Maschinenbau macht, dass man halt eben verschiedene Schrauben, auch vor allen Dingen verschiedene Querschnitte, dass man sie sich anschauen kann und sieht halt, okay, die Schraube ist jetzt für den Ecken ein bisschen besser geeignet. Und hier ein kleiner Tipp. Die Schrauben hier waren vorher in einer ganz großen Kiste, waren die einfach alle reingeschmissen worden. Und schaut mal auf Kleinanzeigen, ob ihr sowas findet, denn oft gibt es Betriebe, die halt eben irgendwie ihre Werkstatt auflösen und man findet nicht direkt manchmal für solche Schrauben einen Abnehmer, weswegen die dann oft in große Behälter kippen und sie auf den Schrott bringen. Und da könnt ihr mal auf Kleinanzeigen schauen, ob ihr so ein Sammelsurium an Schrauben finden. So war es nämlich hier auch, die waren alle in einem großen Container drin. Man muss halt eben einmal alle sortieren, aber kommt halt so ein bisschen günstiger an ganz, ganz verschiedene Größen von Schrauben und Muttern dran. Hier unten seht ihr noch ein Schweißgerät von der Firma Elektrabeckung, wirklich ein cooles Teil. Und grundsätzlich seht ihr auch hier noch was, was ich vor kurzem gefunden habe durch Zufall. Hier habe ich diese Stahlwellen gefunden, die hat jemand auf Kleinanzeigen auch verkauft. Da haben hier diese zwei Stücke 22 Euro gekostet. Da kommen von dem Typen auch bald noch ein paar an. Wie gesagt, ich habe da so eine kleine Krankheit, ich muss immer so ein bisschen auf Kleinanzeigen stöbern, ob ich da irgendwas Cooles finde. Und auch hier seht ihr nochmal ein paar Schrauben. Wie gesagt, da war eine große Box, wo ganz verschiedene Schrauben drin gelegen haben. Das hier ist quasi der Vorrat für die Kleinteilekisten. Wenn du eine Kleinteilkiste leerst, ist hier meistens noch ein bisschen Vorrat drin. Und die werden wir auch wahrscheinlich noch bis an meine... Ne, eine Rente habe ich gar nicht. Die werden wir wahrscheinlich noch bis an mein Lebtagsende, werden da noch viele Schrauben von ausreichen. Deswegen bin ich da erstmal gut bestückt. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, aber es gibt von dieser Werkstatt auch eine Tour, wie sie ausgesehen hat, als ich sie übernommen habe. Und da habe ich noch gesagt, dass ich hier dieses Loch zumachen möchte. Habe mich aber jetzt mittlerweile dagegen entschieden, weil es schon ein guter Durchgang ist, um schnell mal an ein paar Metallschrauben ranzukommen. Gerade noch ein Thema mit der Brandsicherung oder mit der Brandgefährdung besser gesagt. Hier drin schweiße und flexe ich ja und es könnte ja dann vorkommen, dass Schweißfunken oder Flexfunken, was auch immer, in diesen Bereich rüberfliegen, weil der hier komplett offen ist und da halt auch schon ein paar Holzteile rumliegen. Aber genau aus dem Grund stehen da auch gar keine Dinge auf dem Boden, was halt eben brennen könnte. Da sind keine Maschinen auf dem Boden. Und da schaue ich immer gut, dass da gar kein Staub in den Ecken liegt, dass da halt eben kein Funke irgendwas zum Brennen bringen könnte. Gerade bei so einer größeren Werkstatt, wo man auch die Möglichkeit hat, quasi sowas wie eine Anlieferungszone zu machen, ist es dann auch praktisch, die Maschinen so hinzustellen, dass man mit wenig Aufwand auch mehrere Rohre dann runterheben kann und auf die Säge zum Beispiel heben kann. Deswegen ist hier das Regal. Das bedeutet, ich kann hier ein Rohr nehmen, kann es auf die Säge legen. Und direkt neben euch ist auch noch ein Regal, das kann ich dann über den Kopf heben oder halt eben mich mit drehen und kann es dann auch direkt auf die Säge legen, wo auch wir dann direkt zur Säge kommen. Und da gibt es auch nochmal ein paar Zahlen, was die gekostet hat. Hier seht ihr meine Eisele Kaltkreissäge. Ein kleiner Tipp für die Leute, die auch ein bisschen mehr mit Metall machen möchten und halt eben auch was zuschneiden möchten. Schaut mal nach einer Eisele Kaltkreissäge wieder auf Kleinanzeigen. Ich habe für die Maschine damals 250 Euro bezahlt, aber auch eigentlich glaube ich nur aus dem Grund, weil sie als defekt inseriert wurde. Da habe ich mal nachgefragt, okay, wie sieht es denn aus, was hat es denn damit auf sich? Die Maschine wollte sich der Herr halt selbst herrichten, hatte aber weniger Zeit, weil er auch eine relativ lange Stundenwoche immer hatte und deswegen hat er sie halt einfach abschieben wollen.
Die Maschine wurde aus dem Grund defekt eingestellt, weil der Kabel, ja, weil das Kabel abgeschnitten wurde und dies halt sie eben nicht ausprobieren konnte. Und die Maschine wurde halt vorher in einem Betrieb benutzt. Und da kann ich mir halt vorstellen, okay, der Betrieb wurde aufgelöst. Da macht man sich nicht so die Mühe, um eine Maschine richtig schön abzuklemmen. Da haben sie das Kabel einfach abgeschnitten. Und deswegen bin ich das Risiko eingegangen, habe sie so gekauft, als defekt inseriert. Quasi, da wurde dann quasi einfach nur noch ein Stecker vom Elektriker dran gemacht und das Ding hat funktioniert. Das Schöne an der Maschine ist, dass sie relativ leise schneidet. Sie schneidet sehr, sehr genau. Also ihr könnt wirklich Millimeter oder einen halben Millimeter Streifen von einem Rohr abschneiden und das auch wieder hohlgenau. Und ihr habt eine Ölkühlung. Und das ist halt sehr gut fürs Blatt, dass das sehr lange hält. Hier ein Tipp, wie ihr auch Geld sparen könnt. Vielleicht, wenn ihr in eurer Werkstatt oder in eurer Garage oder in eurem Keller Strom nachlegen müsst. Da ist es zu empfehlen, oder ich finde es ganz cool, wenn man sich hier diese Stromverteiler holt. Da kostet einer, ich glaube, 40 Euro. Ihr habt dann zwei Starkstromanschlüsse und vier 230 Volt Anschlüsse. Wenn ihr dann vom Elektriker das Ganze machen lasst, müsst ihr quasi nur eine Starkstromsteckdose legen lassen und habt dann direkt zwei Starkstromanschlüsse und vier 230 Volt Anschlüsse. Und ihr habt auch weniger Sicherung im Stromverteiler. Und so haben wir es hier in der Werkstatt auch gelöst. Wir haben es in der Werkstatt hier jetzt schlussendlich so gemacht, das war sieben Starkstromsteckdosen, also die Leitung haben wir gelegt und die Kabel hat dann einfach der Elektriker angeklemmt und an jede Starkstromsteckdose haben wir dann so einen Cube angeschlossen und so habe ich dann halt überall echt gut Strom und ich sag mal, das ist ja gemietet, wenn ich hier irgendwann nochmal raus will oder muss, dann kann ich die Unterverteiler mitholen und kann sie vielleicht in der nächsten Werkstatt nochmal auch benutzen. Ich habe am Anfang schon angesprochen, dass sich hier so eine Schräge befindet, die wir ranbetoniert haben. Und da war es ganz schön, dass man dann hier an den Ecken auch die kleine Metabo-Bandsäge gut hinstellen kann. Das ist noch eine Maschine von meinem Großvater. Auch hier so ein kleiner Tipp, wenn du eine Bandsäge suchst, schau auf jeden Fall mal nach Metabo-Bandsäge. Und die gibt es auch für kleines Geld. Also ich habe sie schon gesehen für 70, 80 Euro. Und wenn ihr ein frisches Band drauf packt, die könnt ihr euch ja mittlerweile in der passenden Länge herstellen lassen, dann könnt ihr damit wirklich schon sehr, sehr viel schneiden. Ist auch derzeit die einzige Bandsäge, die ich hier drin stehen habe. Die alte Bandsäge, die große, die habe ich meinem Vater geschenkt. Die steht jetzt noch in der alten Werkstatt und wird benutzt, um Brennholz klein zu schneiden. Wir gehen jetzt hier in den Hauptraum. Wie gesagt, hier filme ich am meisten. Deswegen habe ich hier auch sehr, sehr gutes Licht installiert. Das Licht ist von der Firma LuxLight. Super, super geil. Der Sven ist auch ein richtig cooler Typ. Also wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr den auch einfach fragen. Der rechnet euch dann noch aus, welche Lichtmenge oder wie viele Paneelen bei euch Sinn machen. Also es ist hier drin eigentlich taghell. Was vielleicht noch nicht so richtig aufgefallen ist, hier drin sind keine Fenster, weswegen ich umso glücklicher bin, dass es hier drin quasi so hell wie draußen am Tageslicht ist. Weil wenn man den ganzen Tag hier quasi in so einem geschlossenen Raum wird, dann sage ich immer ganz gerne, dass man manchmal ein bisschen blemblem wird, weil man die Sonne nicht mehr sieht. Aber das ist halt umso schöner, wenn man hier drin ein schönes Licht zum Arbeiten hat. Wir gehen jetzt als erstes auf die Seite. Dort fangen öfters die Videos, die ich dann halt eben drehe, an. Und dann gehen wir einmal im Kreis rum und dann kann ich euch noch ein paar schöne Maschinen zeigen. Hier ist dann auch quasi so der direkte Durchgang von den Metallecken in den, ja, ich sag mal, Anmoderationsecken, Bankraumecken. Hier schneide ich zum Beispiel mit der Tauchkreissäge auch manche Multiplexplatten zu. Da hat man hier einfach schön viel Platz. Und die Projekte kann man hier schön zusammenbauen. Hier habe ich meine Werkzeugwand, das kam direkt am Anfang, damit ich die ganzen Werkzeuge auch so an die Wand hängen kann und sie nicht in den ganzen Kisten suchen musste, weil das war am Anfang alles ganz schön kuddelmuddelmäßig hier drin. Ich habe mich damals schon entschieden, hier diese ganze Wand als Filmwand zu benutzen. Das bedeutet, alles, was filmisch so passiert, soll auch auf dieser Seite hier stattfinden, denn auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Hartholz liegen und das sieht eigentlich nicht so schön aus, wenn das vor der Kamera steht. Aber auch grundsätzlich, wenn man hier keine Filme drin drehen würde, ist auch diese Anordnung hier so ganz cool. Man hat hier den Ecken, wo man alles zusammenbauen kann, hat hier direkt die Tischkreissäge, Hobelmaschine und so ein paar andere Maschinen. Und auch hier nochmal so ein paar Worte zur Organisation. Ich bin hier erst ein halbes Jahr drin. Bei ein paar Projekten bin ich derzeit noch so ein bisschen am Abwarten, weil ich da noch ein paar Sachen hinter der Kamera am Tun bin, weswegen die Absauganlage zum Beispiel auch noch nicht so richtig aufgebaut ist. Das hier ist eine Rapid PK100 Tischkreissäge. Den Schiebetisch hier habe ich mir selber gebaut. Das war zum Beispiel auch so ein Projekt, was auf meinem Kanal gekommen ist. Diese Tischkreissäge hat damals ca. 350 Euro auch gekostet. Da musste ich ein paar Sachen dran machen, dass man so gut benutzen kann. Aber auch das hier ist so ein kleiner Tipp. Wenn ihr an so eine Maschine günstig rankommt, ist die sehr empfehlenswert. Ihr könnt den Tisch auseinanderbauen, könnt sie auch in euren Keller tragen. Ich schätze mal, dass hier oben der Tisch so in etwa 80, 90 Kilo wiegt. Kann man auch mit zwei Leuten nochmal gut tragen.
Thema Absaugung. Ich habe hinten eine große Absauganlage stehen, die ist aber noch nicht fest installiert. Werde ich euch gleich auch noch was dazu sagen, weil ich habe so irgendwie so das Gefühl, ich kann nichts benutzen, ohne dass es vorher kaputt geht. So war es auch wieder mit der Absauganlage. Deswegen habe ich mir ganz am Anfang hier diese günstige Absauganlage für 120 Euro in etwa gekauft und habe damit bis dahin jetzt meinen ganzen Staub, der an den Maschinen entsteht, abgesaugt. Das hier ist der Späneabscheider. Und wenn da viele Leute Bock drauf hätten, könnte ich mir vorstellen, dass ich den Plan hier auch kostenlos rausgebe. Bis dato kostet der noch Geld, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr an sowas Interesse habt. Wenn da genug Interesse ist, würde ich mir auch vorstellen, dass ich den euch for free gebe. Aber dafür will ich erst ein paar Nachrichten von euch bekommen, ob ihr darauf überhaupt Lust habt. Warum steht ihr hier jetzt so dazwischen? Vor ein paar Wochen hat er hier noch nicht gestanden. Ganz einfach, letzte Woche haben wir ja eine Treppe gebaut. Das war kein YouTube-Projekt, das war einfach für einen Bekannten, wo wir eine Eiche Massivholztreppe gebaut haben. Und da wäre es zu aufwendig gewesen, die ganze Zeit den Spänesack leer zu machen. Deswegen haben wir den hier kurzerhand dazwischen geschaltet. Und so kann man einfach die Späne sehr, sehr schnell und einfach rausbekommen. Hier steht die Hobelmaschine, die steht im Moment auch so ein bisschen schräg, weil die Teile über 3 Meter lang waren, die wir gehobelt haben. Und sonst wäre ich hier an dem Tisch angestoßen. Hier seht ihr wie gesagt nochmal den Späneabscheider, aber ich bin derzeit noch so ein bisschen am Warten, weil ich mit dem Metallbauer was zusammen mache, wo ich vielleicht die Absauganlage richtig, richtig geil umbauen könnte. Aber bis dato habe ich halt eben jetzt hier so das Provisorium hier stehen und mit dem Späneabscheider ist man auch schon sehr, sehr gut bedient. Hier seht ihr meinen Maschinenschrank und einfach so die Elektromaschinen, die ich immer direkt greifen und benutzen möchte. Die sind so zwar ein bisschen eingestaubt, vielleicht ändert sich das irgendwann auch noch so ein bisschen, aber so lagere ich bis jetzt meine Elektromaschinen. Da sind auch eigentlich gar nicht so wirklich viele dazugekommen. So die dazugekommen ist, die am meisten ausgemacht hat, war die Tauchkreissäge. Es ist schon ganz cool, eine Tauchkreissäge zu haben und erleichtert so ein paar Arbeiten. Daneben befindet sich auch schon die Kappsäge. Da bin ich derzeit auch noch an so ein paar Dingen dran, was ich jetzt aber noch nicht zeigen will auf YouTube, weswegen das jetzt einfach noch so ein bisschen motivationslos hier in dieser Ecke steht. Hier seht ihr auch die Absauganlage. Das sieht im Moment nicht so hübsch aus. Aber das Flügelrad, wenn das wieder ersetzt ist, sollte wieder gut laufen. Ich habe die damals zu meinem Hausmeister von der Schule geschenkt bekommen. Deswegen wollte ich mich nicht auch so wirklich von ihr trennen. Und außerdem sind vergleichbare Absauganlagen, die hat 2,2 Kilowatt, relativ teuer. Also ich habe geschaut, die man bekommt, haben alle einfach nicht so viel Leistung. Und diejenigen, die halt eben so viel Leistung haben wie diese hier, kosten so schnell 600, 700 Euro. Was ich auf die Schnelle gefunden habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal ein neues Flügelrad für 140 Euro zu kaufen. Dann kann ich diese Maschine auch wieder in Betrieb nehmen. Aber wenn das dann alles mal irgendwann fertig ist mit meiner Absauganlage und ich da mit dem Metallbauer vielleicht fortgeschritten bin, dann wird die richtig, richtig cool umgebaut und das wird auch bestimmt ein cooles Projekt für den einen oder anderen zu Hause. Deswegen würde es mich auch umso mehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du in Zukunft auch wieder meine Videos vorgeschlagen bekommst und vielleicht geht es dann auch bald schon hier mit der Absauganlage los. Ich freue mich richtig drauf, ich will wie gesagt noch nicht so viel drüber plappern, aber dann sieht dieser Haufen hier auch hoffentlich nicht mehr so vierstellig aus. Ich habe es schon gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden, weswegen hier in der Ecke auch einfach so ein paar Maschinen noch motivationsloser rumstehen. Da hinten ist noch ein selbstgebauter Tellerschleifer, den ich mal in der alten Werkstatt noch gebaut habe. Aber der funktioniert halt ohne Absauganlage derzeit noch nicht so richtig schön, weswegen das hier halt auch einfach im Moment noch nicht so richtig benutzt werden kann. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass die neue Absauganlage, das wird quasi so ein Turm, der bis unter die Decke geht und dann wird eine Rohrführung zentral zur Tischkreissäge gehen. Dann habe ich die ganzen Späne hier in einem großen Behälter und habe halt eben weniger Platzverschwendung in der Mitte von der Werkstatt. Dann ist das alles ein bisschen kompakter zusammen, wenn dort die Absauganlage halt eben nicht steht. Hier seht ihr meine Drechselbank, weil ich manchmal ein bisschen was drechsle. Wie gesagt, da gibt es aber eine eigene Playlist von mir auf meinem Kanal, wo ich ganz, ganz viel drechsle. Hier seht ihr auch meine Schärfstation, die hat sich mittlerweile wirklich, wirklich bewährt. Ich schleife alle meine Drechseleisen hier an dem Doppelschleifer. Mit so einer Vorrichtung hier ist es halt einfach ein gutes Stück günstiger. Da braucht ihr nur einen alten Doppelschleifer, ein paar neue Schleifsteine und halt eben die Vorrichtung und so könnt ihr dann halt eben alles easy peasy schleifen. Hier seht ihr die Brennholzkiste, da ist halt eben Holz für den Winter drin, damit ich die Werkstatt hier auch schön drin heizen kann. Und hier seht ihr auch zum Beispiel die ersten paar Schnitte, die ich mit dem Sägewerk gemacht habe. Hier seht ihr auch noch eine coole Maschine, die habe ich vor ein paar Wochen restauriert. Das ist eine Hobelmesser-Schärfvorrichtung, mit der kann man halt eben Hobelmesser selbst schärfen. Das Sägewerk frisst halt im Moment extrem viel Platz, weswegen hier auch einfach manche Dinge so ein bisschen aufgelagert sind. Normalerweise stehen nämlich hier diese ganzen Rollbahnmaschinen, die stehen hinten im Eingangsbereich, damit ich hier einfach ein bisschen mehr Freifläche habe. Aber weil dort das Sägewerk im Moment steht, habe ich halt ein paar Dinge hier in den Ecken rüber gefrachtet, damit ich dort besser arbeiten kann. Wie gesagt, ist halt derzeit viel los hier in der Werkstatt und dann entstehen manchmal auch solche Rumpelkisten-Ecken hier.
Hier seht ihr einen Paletten-Hochhubwagen. Das ist halt quasi wie eine Eidechse oder ein Palettenwagen halt eben, mit dem man halt eben Dinge etwas höher heben kann. Da kann man bis 600 Kilo etwas bis 1,90 Meter hochheben. Und darunter befindet sich derzeit auch noch so ein bisschen Massivholzvorrat. Das habe ich alles noch selber geschnitten mit der Kettensäge. Und darüber befindet sich noch so ein Ölnebelabscheider. Das wollte ich mal umbauen als Umluftfilter, werde es aber wahrscheinlich ein bisschen verändert am Schluss jetzt machen. Aber ja, das lagert halt jetzt hier auch noch. Gerade wenn hier so teilweise Waren umgeschlagen werden und dann halt eben für einen Versand fertig gemacht werden, ist so ein Palettenwagen schon echt Gold wert. Weil auf die Dauer geht das halt nicht, dass man alles von Hand trägt, dann tut's Kreuz den ganzen Tag weh. Und deswegen steht auch hier ein kleiner Palettenwagen. Und hier auf der Palette steht auch derzeit noch der Benzinmotor für mein Bandsägewerk. Wie gesagt, vieles sammelt sich halt jetzt im Moment, weil ich seit 3 Monaten an dem Sägewerkprojekt arbeite. Hier sehen wir noch ein bisschen Massivholz. Das ist so das Edelholz, was ich mir wirklich für besondere Projekte aufspare. Das ist teilweise schon 30, 40 Jahre abgelagert. Habe ich damals mit meiner alten Drechselbank gekauft. Das war eine riemenangetriebene Drechselbank. Die hat 300 Euro gekostet. Ich werde ja das Video mal oben rechts verlinken, weil das schon eine speziellere Drechselbank war. Aber so konnte ich mir mit wenig Geld damals eine sehr, sehr große Drechselbank kaufen, mit der ich auch große Dinge drechseln konnte. Ansonsten ist das hier auch einfach mal eine Ablagemöglichkeit für verschiedene Dosen, für verschiedenes altes Zeug. Manche Kisten sind hier auch einfach voll mit ganz altem Werkzeug. Für jeden anderen, gut, ich sag mal, eine Säge ist schon praktisch, aber da sind auch andere Dinge drin. Für jeden anderen wäre das vielleicht Altmetall, was man halt wegwerfen könnte, aber für mich ist das hier vielleicht ein cooler Griff für irgendwie ein cooles Möbel, was ich vielleicht irgendwann noch baue. Aber von den Kisten sind auch nicht so viele da. Aber ich brauche das einfach so ein bisschen, wo ich so verschiedene Dinge reinpacken kann, die halt vielleicht irgendwie cool in einer Kombination mit Holz aussehen könnten. Hier seht ihr mein Massivholzlager. Hier liegen ein paar Fichtebretter, ein bisschen Massivholz. Und unten liegen noch ganz, ganz viele verschiedene Fichtenbretter. Und hier auch nochmal das Bandsägeblatt-Schärfgerät. Das habe ich auch vor ein paar Wochen in einem Video restauriert. Das steht normalerweise auch hinten im Eingang. Steht halt jetzt im Moment hier im Ecken so ein bisschen blöde rum. Aber wie gesagt, wenn das Sägewerk fertig ist, habe ich wieder ganz viel Platz, um die Dinge wegzurollen. Dann haben wir auch hier mein Plattenlager. Da lagern so die Abschnitte oder die klein geschnittenen großen Platten. Und da sind auch so ganz viele Reststücke, die man hin und wieder halt eben mal gebrauchen kann. Hier ist dann sowas wie ein kleiner Gang. Hier ist mein Kantenschleifer. Da muss ich auch wieder Hand anlegen, weil ich da eine Kleinigkeit reparieren muss. Deswegen sieht der im Moment auch nicht so schön aus. Hier haben wir noch einen kleinen Spindelschleifer. Und auch hier vorne eine kleine Tischbohrmaschine. Die habe ich damals sogar noch von dem lieben Pero alias der Kompressorschrauber gekauft. Gute kleine Maschine, aber wahrscheinlich wird die irgendwann auch durch eine größere ersetzt. Hier sehen wir noch eine ganz abgefahrene Maschine. Das ist eine selbstgebaute Tischfräse von meinem Großvater. Ja, alles ein bisschen spezieller, aber als Tischfräse wird es auch eh nicht mehr benutzt. Das wartet noch auf den Umbau als Spindelschleifer. Wird vielleicht auch bald als eigenes Projekt dann kommen. Und hier siehst du auch eine coole Couch, die habe ich von meinem Vermieter geschenkt bekommen. Ist schon richtig geil. Wenn ihr in meine Werkstatt reinkommt, seht ihr quasi hier dann meinen Langbandschleifer. Den habe ich damals für 350 Euro gekauft. Ich mache halt relativ viel mit Massivholz, wo ich sehr viel Holz verleime. Und da habt ihr halt einfach eine ideale Maschine, um die Oberfläche grob als auch fein zu schleifen. Weil hier aber so extrem viel Schleifstaub entsteht, war auch ein Projekt, was ich gebaut habe, hier diese Filterkassette. Da sammelt sich halt eben der ganze Schleifstaub drin. Diesen Filter kann man dann hin und wieder dann sauber machen und so funktioniert die Absauganlage oder die Absaugung direkt an der Maschine auch echt sehr, sehr gut. Mir war bei der Gestaltung von der Werkstatt auch sehr wichtig, dass ich hier im Mittelpunkt der Werkstatt einen großen Freiraum habe, weil die Emma braucht einfach einen großen Platz, um schlafen zu können. Gell, Emma? Man muss aber auch dazu sagen, dass es ganz praktisch ist, wenn man mal ein großes Möbel baut oder grundsätzlich was Großes, dass man hier auch so ein bisschen Ablagefläche hat oder einfach Platz, um das Teil in die Mitte zu rollen, um dann von allen Seiten dran arbeiten zu können. Das ist wirklich super, super cool. Gestern habe ich die Werkstatttour gedreht, heute drehe ich die Abmoderation, wo ich dir noch ein paar Informationen zu den Finanzen geben werde. Und das tue ich einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich gestern viel zu viel gebabbelt habe, deswegen drehe ich das heute nochmal neu. Ich habe da am Anfang ja gesagt, dass ich dir verraten werde, was die Werkstatt kostet und was ich mit den YouTube-Werbeeinnahmen verdiene. Die Werkstatt hier kostet 650 Euro im Monat und ich bezahle so ca. 60 Euro Strom im Monat. War ganz cool, ich dachte, dass ich so 100, 200, 300 Euro Strom im Monat hätte, aber es ist wirklich nicht so viel, von daher, das ist vollkommen okay und da war ich auch ein bisschen erleichtert. Jetzt kommen wir zu meinen YouTube-Werbeeinnahmen. Ich habe im letzten Jahr 2020 ca. 7.500 Dollar verdient und das sind im Monat ca. 625 Dollar.
Runtergerechnet auf Euro ist das nochmal ein bisschen weniger. Und da seht ihr mal, dass ich tatsächlich monatlich hier bei diesen Videos, was die YouTube-Werbeeinnahmen angeht, drauf bezahle. Ja, ich habe noch andere Einnahmenquellen, aber ich beziehe meinen Shop und YouTube als eines quasi zusammen. Die Einnahmen von meinem Shop werde ich nicht sagen, weil das Umsatzzahlen sind. Und grundsätzlich Umsatzzahlen sehen immer viel geiler aus, als im Endeffekt sind. Das kann einfach am Schluss nur verunsichern, aber ich kann euch auch hier sagen, dass das jetzt nicht die Granate der Shops ist. Es ist einfach so. Ich habe lange jetzt mit mir gerungen, ich habe das hier schon echt super oft aufgenommen, weil ich war nie so zufrieden mit dem, was ich gesagt habe oder wie das rübergekommen ist. Ich wollte euch einmal mal sagen, dass ich hier echt viel Geld tatsächlich reinstecke, dass diese Videos hier kommen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass diese Videos hier überhaupt existieren. Es ist auch nicht so, dass ich hier munter jeden Tag in die Werkstatt reingehe und hier einfach machen kann, was ich will. Da steckt schon ganz, ganz viel Konzeption dahinter. Okay, was passt jetzt besser? Was ist irgendwie jetzt sinnvoller, irgendwie zu drehen? Weil ich auch nicht nur YouTube mache oder den eigenen Shop. Ich habe auch andere Einnahmequellen, damit das einfach alles funktioniert. Es ist nicht einfach so, wie es vor der Kamera aussieht oder hinter dem Monitor, dass ich hier den ganzen Tag in der Werkstatt drin stehe. Das bedeutet, mit YouTube verdiene ich eigentlich im Moment nicht wirklich Geld. Tada! Man darf ja auch nicht vergessen, ich wohne nicht mehr daheim, ich muss eine Wohnung bezahlen. Ich habe zwei Autos, die muss ich auch bezahlen, wobei das eine ist ein Wohnmobil, das kann man eigentlich außen vor lassen. Aber nur von YouTube würde es halt nicht gehen, weswegen ich halt auch schon wirklich sehr, sehr lange mich mit anderen Dingen beschäftige, mit denen man halt auch im Internet zum Beispiel Geld verdienen kann. Das hört sich alles super prima an, es ist aber auch einfach normale Arbeit, die zu YouTube noch dazugehört oder noch mitläuft. Was will ich dir jetzt sagen? Es ist nicht selbstverständlich, dass diese Videos kommen. Es ist ein enormer Kostenfaktor tatsächlich, dass die Videos erscheinen können. Natürlich kann man mit einem Raum noch nichts anfangen. Man muss Material kaufen. Manchmal muss man einfach eine Maschine kaufen, wenn eine zum Beispiel kaputt geht. Das bedeutet, ich bezahle hier für diese YouTube-Videos, dass die rauskommen können monatlich drauf. Mir ist aber auch bewusst, und das sollte jedem auch bewusst sein, der damit anfangen möchte. YouTube ist halt nichts, womit man anfangen tut und dann weiß, okay, in einem halben Jahr scheppert das so gut, dass ich hier ganz entspannt in der Werkstatt 10 oder sagen wir mal 5 Stunden arbeite und halt hier nicht mehr so wirklich mir Gedanken machen muss. Das war mir im Vorhinein schon klar, aber weil ich auch so ein bisschen in gewisser Art ein paranoider Typ bin, habe ich im Vorhinein schon mich schlau gemacht, was man noch tun kann, um Geld zu verdienen. Ich bin nirgendwo angestellt, ich arbeite für keine andere Firma. Das bedeutet, ich bin komplett selbstständig und alles, was ich ausgebe, muss ich auch selbst verdienen und das verdiene ich auch selbst. Ich bezahle das hier alles selbst. Ich habe noch nicht erwähnt, ich habe keinen Werbepartner. Das bedeutet, ich kann hier relativ neutral sein, das ist ganz cool. Aber das ist auch vielleicht noch eine nützliche Nebeninformation. Was erwarte ich von dir nach diesem Video? Nichts. Ich erwarte von dir nichts im Video. Wie gesagt, das war nur einfach eine Information, damit du mal weißt, was so ein YouTube-Video bedeutet, was so ein YouTube-Kanal bedeutet, der regelmäßig zum Beispiel Videos hochlädt. Natürlich freut es mich unfassbar, wenn die Videos Aufrufe erzielen, wenn die Videos auch mehr Aufrufe erzielen, wenn ich einen Daumen nach oben bekomme, wenn ich einen Kommentar bekomme, der sagt, ey, das gefällt mir so gut. Aber mir ist auch bei jedem Video bewusst, es ist nicht selbstverständlich. Niemand schreibt dir vor, dass du das tun sollst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich auf dieser Reise hier in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren weiterhin begleitest. Es gibt noch einige Projekte. Vielleicht war das hier jetzt nicht immer das größte Projekt. Vielleicht wird irgendwann noch ein größeres Projekt kommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber es wäre schön, wenn wir das Ganze zusammentun könnten und ich dich einfach auf der Reise hin mitnehme. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos von mir. Da sammle ich auch nicht ganz so viel. Da zeige ich da vielleicht ein paar Tricks und Kniffe, wie man Möbel baut. Und da gibt es auch ein paar kostenlose Baupläne dazu. Also ich denke, das ist nicht verkehrt. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video.